Okay, Marco zeigt euch jetzt nochmal die drei verschiedenen Arten von Ventilen, die man fürs Fahrrad benutzt. Okay. Ja, es gibt drei verschiedene Arten von Ventilen beim Fahrrad. Ich fange mal an mit dem Autoventil. Das kennt ihr die meisten vom Auto. Das sieht so aus. Hier sind jetzt überall die Staubkappen drauf. Ich schraube die Staubkappe ab. Dann seht ihr, so sieht es von oben aus. Man sieht so einen kleinen Nippel. Bei guten Schläuchen kann man den Ventileinsatz, der hier oben drin ist, mit einem kleinen Schlüssel rausschrauben und das Ventil austauschen. Jetzt schraube ich die Staubkappe wieder auf. Die braucht man eigentlich gar nicht. Hier unten ist die Rändemutter, mit der der Ventilschaft festgeschraubt wird an der Felge. Das zieht man am Schluss dann an. Gut. Das zweite Ventil, was am häufigsten beim Fahrrad verbreitet ist, ist das Blitzventil. Ich schraube die Staubkappe ab. So, wenn ich es aufpumpen möchte, einfach hier die Pumpe aufsetzen und aufpumpen. Das Ventil kann ich so rausschrauben, wenn ich hier diese Überwurfmutter aufschraube, dann kann ich die Überwurfmutter abnehmen, kann ich das Ventil rausziehen, sieht so aus. Wenn ich die Luft rauslassen will, zum Beispiel aus dem Schlauch, dann nehme ich das Zeig noch mal Ventil. ganz kurz, zeig es noch mal richtig kurz ruhig, dass es sich angucken können. Leg Nehme es mal in ich. deine Hand, so dass es genau, dass man So sich sieht das Ventil genau, dass man aus. sich mal in Ruhe angucken kann. Es gibt es auch, die alte Variante ist mit so einem dünnen Schlauch noch drauf. Die pumpt sich aber nicht so gut auf. Da kann man das alte Ventil gegen so eins austauschen. Das lässt sich besser aufpumpen. Also wenn bei euch der Schlauch schwer aufzupumpen geht, dann einfach das Ventil austauschen. Das wieder hier rein, mit der Dichtung voran einsetzen. Die Überwurfmutter so rum aufsetzen, festschrauben. Jetzt sitzt das Ventil fest. Jetzt könnt ihr aufpumpen. Wenn ihr aufgepumpt habt, die Staubkappe rauf, braucht der Dieb länger, um das Ventil zu klauen. So, vielleicht der Sinn. Ne. So, dann haben wir als letztes das Sclavarau-Ventil oder französisch Ventil genannt. Das gibt es beim Rennrad hauptsächlich und beim Trekkingrad. Das ist die kurze Variante und das ist die lange Variante. Die braucht man nur bei speziellen Felgen, die einfach dicker sind im Durchmesser, damit das Ventil nach oben rausschaut. Dieses So ist ganz das, hoch sind, meinst du, genau, ne? So ganz hoch. Hochschulterfelgen. Das ist die normale Variante beim Rennrad. Staubkappe abschrauben. Darunter sieht es dann so aus, wenn ihr jetzt Luft reinpumpen wollt, müsst ihr erst dieses kleine Rändemutter ganz rausschrauben und einmal hier drauf drücken. Jetzt könnt ihr Luft reinpumpen und am Schluss dann dieses kleine Schräubchen zuschrauben, dann kann keine Luft mehr entweichen. Dann wieder die Staubkappe aufsetzen. Noch eins dazu zu sagen, bei guten Schläuchen kann man diesen Ventileinsatz hier auch mit einem kleinen Schlüssel oder mit einer Zange rausschrauben und gegen ein anderes Ventil austauschen. Dann das wieder zuschrauben, hier das kleine Rädchen. Kann keine Luft entweichen und die Staubkappe aufsetzen. Hier unten wieder festziehen. Nicht vergessen. Gut. Jetzt kommt das lange. Hier habe ich einfach eine andere Staubkappe. Es hat nur eine andere Farbe. Durchsichtig, transparent. Hier auch wieder das gleiche System. Zuschrauben. Die Staubkappe aufsetzen. Ja, also der Sinn noch eins hier zum Französischventil beim Rennrad. Das ist deswegen dünner, weil die Rennräder haben schmalere Felgen und damit das Loch nicht zu groß wird in der Felge und die Felge schwächt, hat man die Bohrung kleiner gemacht und ein dünneres Ventil entwickelt fürs Rennrad. Außerdem verträgt dieses Ventil höheren Druck, also 8, 9, 10 bis 12 und mehr Bar. Normalerweise hat man 8 Bar. Hier bei dem Normalventil 3,5 Bar und bei dem Autoventil auch 3,5 Bar oder etwas weniger, wenn man dickere Reifen, kann man auch weniger Druck drauf machen. In der Regel kann man so sagen, je dünner der Reifen,